In jedem Jahr läutet der Genfer Autosalon den automobilen Frühling ein. Trotz rückläufiger Verkaufszahlen haben die Hersteller nicht den Kopf in den Sand gesteckt und spannende Neuigkeiten mit in die Schweiz gebracht. Hier ist ein kleiner Überblick der schönen und der schnellen. Porsche zeigt erstmals den sportlichsten Ableger des 911. Der puristische GT3 soll mit 475 PS und 315 km/h Höchstgeschwindigkeit eine Menge Fahrspaß liefern. Fahrspaß ist auch für den Audi RS6 kein Fremdwort. Allerdings kombiniert die neue Generation dieses mit einem 30% niedrigeren Verbrauch. Mehr Spaß will auch Mercedes bieten. Die neue A-Klasse soll mehr jüngere Käufer zur Marke mit dem Stern holen. Wem diese allerdings noch zu langweilig ist, der soll mit dem Kraftwerk A45 AMG überzeugt werden. Wer beim Anblick des Lamborghini Veneno verzückt sein Portemonnaie nach 3 Millionen Euro durchsucht, ist leider zu spät dran. Alle drei Exemplare, die jemals gebaut werden, sind bereits verkauft. Natürlich kommt in Genf auch bezahlbarer Spaß nicht zu kurz. Seat zeigt erstmals den Leon SC. Das Kürzel steht für Sportcoupé. Der dynamische Zweitürer beginnt bei rund 15.000 Euro. Sein Urahn hat einst einer ganzen Klasse Dampf gemacht. Jetzt kommt der Golf GTI der neuesten Generation. Dieselfreunde müssen in Sachen Sportlichkeit auch nicht in die Röhre schauen. Es wird wieder einen GTD geben. Auch der Toyota GT86 ist eine Fahrspaßmaschine. Er konnte sich beim im Rahmen des Genfer Autosalons verliehenen Car of the Year Award den zweiten Platz sichern. Wenn es ein bisschen offener sein darf, dann hat Opel ein interessantes Cabrio im Angebot. Der Cascada könnte dafür sorgen, dass Opel wieder aus den Negativschlagzeilen herausfindet. Was es bei BMW zu sehen gab, das können Sie sich schon fast denken. Richtig, wieder einmal eine i3-Studie. Diesmal nennen sie sich Concept Coupé. Tolle Ideen, aber die ersten Zweifel, ob die Münchner diese irgendwann noch einmal bauen werden, werden immer größer. Nicht jede Studie wandert nach einer Messe ins Museum. VWs XL1 war wichtig, auch wenn er nicht wie die i-Modelle ständig im Scheinwerferlicht zu finden war. Wir haben mit der Zielsetzung, dass wir mal ein Auto konstruieren und entwickeln, das weniger als 1 Liter Kraftstoff verbraucht, schon früh begonnen. Und rausgekommen ist ein 1-Liter-Auto mit 0,83 Liter Verbrauch, was die ganze Technologiekompetenz dieses Konzerns zeigt, was alles in sich hat. Plug-in-Hybriden, Zweizylinder-Diesel, Batterietechnologie, Elektromotoren, Leichtbau. Und dieses Fahrzeug hat uns geholfen, dass wir noch in diesem Jahr mit unserer Plug-in-Hybrid-Technologie im Markt starten können. Einen Hybridantrieb, den sucht man im Alfa Romeo 4C vergebens. Er ist allerdings die Reinkarnation der italienischen Sportwagen. Zwar nur 240 PS stark, dafür aber auch nur 895 Kilo leicht. Der Mittelmotorsportler beweist, dass weniger manchmal mehr ist.